Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Und Abenteuer ist heute Programm. Es geht heute hoch hinaus. Ich suche eine hochalpin gelegene Höhle, deren Zustieg es echt in sich hat. Wie ihr wisst, leide ich unter Höhenangst und habe deswegen wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Für mich war das eine richtige Herausforderung, aber für euch ist es bestimmt unterhaltsam. Ich habe mich meiner Angst gestellt und es trotz allem durchgezogen. Aber kommt mit und seht selbst. Erinnert ihr euch noch an das Video Geheime Höhle gefunden am Untersberg? Vielleicht hat es der ein oder andere von euch gesehen. Da habe ich eine Höhle gefunden, für die ich unglaublich viele Anläufe gebraucht habe. Und genau so ist es heute bei dir hier auch. Denn ich habe schon zwei Anläufe hinter mir. Ich war einmal hier oben. Da gab es einen plötzlichen Wetterumschwung. Damit muss man hochalpin immer rechnen, dass das Wetter umschlägt und es zu riskant ist, weiterzumachen. An diesem Tag war es ganz stark neblig. Es war so ein richtig nasser Nebel, sodass alles feucht und klamm wurde. Ist alpin, wenn man auf dem Steig unterwegs ist, ganz gefährlich. Also habe ich an diesem Tag abgebrochen. Da war ich aber schon kurz vorm Zustieg, war also schon echt weit gekommen. Ja, und das andere Mal bin ich von unten hochgekommen und habe dann hier oben festgestellt, dass der Steig gesperrt ist wegen Bauarbeiten, Reparaturarbeiten. Auch sehr ärgerlich, aber gut, das ist ein notwendiges Übel und dient zur Sicherheit aller. Also bin ich natürlich an dem Tag auch wieder runter. Und heute ist der dritte Anlauf. Alle guten Dinge sind drei. Von dem her wird es heute definitiv klappen. Drückt mir die Daumen. Heute ist ein bisschen windig, aber das tut gut. It is a little bit windy today, but it is great. To cool down. Ein kleiner Aussichtsplatz. Da hinten sieht man die Seilbahn und da unten ist unser Weg. So, eine kleine Trinkpause, Traubenzucker gegönnt und jetzt geht's weiter. Jetzt wird's richtig anspruchsvoll, darum wird alles weggepackt, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Ich zeige euch jetzt gleich mal die Strecke darunter. Also es hat schon in sich, ihr wisst ja, ich habe Höhenangst, das ist also eine kleine Herausforderung für mich. Ich muss mich einfach auf den Weg konzentrieren und dann geht's schon.
sehr vertrauenswürdig. Die alten Berghasen werden jetzt hier bestimmt lachen, warum ich mich hier sichere und anhänge. Die gehen das mit links. Für mich ist es allerdings jetzt gerade wirklich eine Herausforderung. Ich habe seit der Geburt der Kinder Höhenangst entwickelt, die hatte ich davor nie. Und Höhenangst ist natürlich so auf dem Steig echt eine Herausforderung. Aber ich habe auch den Ansporn, ich will das jetzt unbedingt schaffen. Angst wird nicht besser, wenn man sie einfach da sein lässt. Angst muss man überwinden, man muss sich der Angst stellen. Und im gesicherten Rahmen ist es so vollkommen in Ordnung. Riskant wäre es wirklich ohne Sicherung, dann wäre es auch eigentlich unverantwortlich. Aber so fühle ich mich ganz gut. Kleine Höhle, aber nicht unsere. Hier hinter mir am Hang, ich zeige es euch gleich, ist mir anscheinend eine Kletterstelle. Hier sind 5 Gedenksteine an den Fels montiert, also 5 Leute sind hier gestorben. Weiter oberhalb waren auch schon einige Tafeln. Also was sich hier der Rahmen schon abgespielt haben müssen, unglaublich. Hier oben drüber, das werde ich euch jetzt mit der GoPro bestimmt nicht zeigen können, ist auch eine Höhle. Ein Loch im Fels, über die man nur auf kletternde Weise kommt, mit Feuerrußspuren raus. Also vielleicht sind all diese Leute auch verunglückt, weil die zur Höhle hoch wollten. Der Weg verzweigt sich hier. Und ich war mir jetzt nicht mehr schlüssig, wo der richtige Weg zur Höhle ist. Es ist zwar alles gut markiert, aber natürlich solche Sonderabzweigungen nicht. Das heißt, ich erkunde es jetzt hier auf eigene Faust. Der Weg hier rüber kann es nicht sein, falsche Richtung. Das hier ist der Standardweg, also vielleicht ist es der.
Bitte langsamer. Endlich geschafft. Ich sag's euch Leute, die Höhle ist bombastisch groß. Jetzt fühle ich mich das erste Mal wieder richtig sicher. Ist absolut nichts für Anfänger hier. Ich habe richtig, richtig Herzrasen gehabt. Aber jetzt bin ich echt froh, dass wir hier sind. Denn man kann das mit Worten gar nicht beschreiben hier. Es ist echt riesengroß, ein Riesenportal. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera überhaupt nur ansatzweise so darstellen kann, wie es ist. Aber schaut selbst. Thank you.
oben am Höhleneingang war ein richtig, richtig kalter Windzug. Ich habe mir für hier extra noch eine lange Hose und eine Jacke mitgenommen, aber hier unten geht's jetzt. Aber schaut mal, hier ist noch Schnee, weil hier natürlich nie Sonne hinkommt. Und überall ist dieser rote Schlamm. Da muss ich mir dann hernach gut die Hände abwischen, bevor es wieder nach draußen geht. Ich habe auch extra Handschuhe dabei für einen Klettersteig. Die brauche ich jetzt dann nach der Höhle, weil meine Hände sind dann glitschig und schmierig. Da ziehe ich dann die Handschuhe an, um wirklich festen, rutschfreien Halt zu haben. Hier sind wirklich Stufen im Fels. Echter Wahnsinn, wie viel Arbeit sich manche Leute machen. Hut ab, Respekt dafür. Aber nichtsdestotrotz sind diese Stufen mit Schlamm überzogen. Und der ist sehr, sehr rutschig. Also Vorsicht ist geboten. Spalt dazwischen. Aha. Darum geht der Weg also in die andere Richtung, weil hier wird's nass. Hier ist Wasser. Das ist wohl klarste Wasser, das man hier am Berg finden kann. Aber bestimmt auch eiskalt. Da hinten, wo der Lichtschacht ist, ist ein Verbindungsgang zu einer weiteren riesengroßen Höhle. Aber da gehen wir nicht hoch. Wir haben jetzt gerade die Entscheidung getroffen, dass wir in diesem unteren Bereich bleiben und auch gar nicht hier hochgehen. Weil hier sind viele frisch runtergefallene Felsen. Man sieht es immer an der Färbung. Und es ist uns zu heikel. Wir genießen es einfach von hier unten. Wow, schaut euch das an. Da sind richtige Eisskulpturen drin. Ich traue mich nicht ganz runter zu gehen, denn man weiß natürlich nie, ob hier irgendwo ein Krater ist, in dem man einfach verschwindet. Ist gar nicht ausgeschlossen hier drin. See in einer Höhle. Es ist echt bombastisch, wenn du schon hier reinkommst und du denkst ja, wow, das ist echt unglaublich. Und dann noch sowas dazu, gefrorener See, Eiswasserfall da hinten, gefrorene Eisskulpturen hier überall. Es ist unglaublich, ich habe gar keine Worte dafür. Ich bin absolut begeistert.
Diese Eisplatte oder den See, den betrete ich natürlich nicht. Zum einen möchte ich nichts zerstören, um die Schönheit zu erhalten. Und zum anderen weiß ich natürlich auch gar nicht, wie gefährlich das ist. Man sieht auch fast gar nicht, dass es ein gefrorener See ist, weil hier überall diese rote Schlammschicht drüber ist. Wahrscheinlich nach Regengüssen schwappt das hier alles runter. Aber man kann erahnen, dass es eben von diesem gefrorenen Wasserfall da hinten herunterkommt und sich das gefrorene Wasser oder dann noch flüssige Wasser hier in diesem Kessel ergießt. Und dann eben langsam erstarrt. Davon habe ich gesprochen. Spalten und Höhlen, die plötzlich auftauchen, wo man einfach mal so verschwinden kann. Hier hinten, hinter diesem gefrorenen See, ist eine Vertiefung. Und da geht es runter. Natürlich weiß ich nicht, wie tief, ob das bloß eine kleine Senke ist oder ob es da richtig tief runter geht. Aber das Wasser fließt auch darunter. Und eigentlich, wenn es hier keinen Durchfluss geben würde, müsste das hier hinten, der hintere Bereich, aufgestaut sein mit Wasser. Ist er aber nicht. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, da gibt es einen Durchgang, gefroren oder nicht, aber sonst würde das Wasser hier viel höher stehen. So, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie groß diese Höhle ist. Seht ihr das kleine Taschenlampenlicht? Da ist ein Mensch. So klein und die Höhle ist so groß. Meine Uhr sagt 10 Treppenstufen, Tagesziel. Oh Mann. Oh, es war wunderschön. Ich bin immer noch sprachlos. Es ist einfach überwältigend hier drin. Aber jetzt freue ich mich wieder aufs Tageslicht, aufs Draußensein. Ich habe auch schon ein bisschen Bammel vor dem Steig zurückgehen. Ich bin echt froh, wenn ich das hinter mir habe. Aber jetzt bin ich wieder beruhigt. Mein Herz hat sich wieder beruhigt. Und ich habe neue Energie getankt für den Rückweg. Ja, das Abenteuer ist noch nicht vorbei mit dem Verlassen dieser Höhle, denn ich gehe nicht wieder hoch den Steig, sondern direkt hier runter, anders wäre es nämlich ein Riesenumweg. Aha, okay. Ich glaube, zurück wird es anspruchsvoller.
gerade noch meine Hände vom Schlamm befreien, dass ich jetzt gleich wieder einen guten Halt habe. Und dann geht's dieses, ich darf gar nicht hinschauen, dieses Höllenstück geht's zurück. Und wenn ich dann auf dem Hauptsteig zurück bin, dann mache ich echt drei Kreuzzeichen, dass ich hier behütet durchgekommen bin. Bin ich heilfroh. Langsam, langsam. Langsam, bitte, langsam. Ich wünschte, ich war Gams. Und da hätte ich mir nicht so in die Hose scheißen wie jetzt gerade. Halleluja, Halleluja. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Ich habe so weiche Knie gehabt wie Wackelpudding, echt. Ich wäre niemals weitergegangen alleine, aber zum Glück habe ich heute einen erfahrenen Berggänger dabei. Der hat mich zum einen gepusht und gesagt, das machst du jetzt, und zum anderen mich bestätigt, machst du super und so, und ich schaffe das und ich helfe dir und uns passiert nichts. Also alleine, no way, also wirklich nicht. Ich möchte auch ganz klar an dieser Stelle sagen, ich sage euch zum einen nicht, wo sich diese Höhle befindet. Zum Schutz vor diesem Ort, ihr habt gesehen, da war kein Müll, keine Verschmierung, nichts. Und zum anderen habt ihr gesehen, wie gefährlich dieser Weg ist. Ich möchte keinen dazu animieren, dass er das nachmacht. Drum, echt, macht sowas nur, wenn ihr wirklich erfahren seid oder zumindest eine erfahrene Person mit dabei hat. Das spart auch ganz, ganz viel Kosten, Energie und vor allem Sicherheit von der Bergrettung. Der Abstieg hat es jetzt auch in sich. Ich bin die Strecke noch nie gegangen. Also ich kann es eigentlich nur auf mich zukommen lassen, was kommt. Denn mein Guide möchte mir auch nichts verraten. Es ist die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Es ist noch richtig, richtig weit. Aber man hat eine geile Aussicht von hier, zeige ich euch jetzt gleich. Natürlich nehme ich euch dann beim Abstieg auch noch mit. Vielleicht ergibt sich ja noch das ein oder andere. Hey Leute, schaut mal, da sind noch zwei Höhlen. Hier oben so ein Loch und auch da ein großes Portal. Wie schaut's aus? Sollen wir uns die auch nochmal anschauen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt.
bewahren kann, dass ihr nicht dazu gehört. Also ich habe durchaus viel Bergerfahrung, auch hochalpin. Vielleicht wisst ihr, dass ich einen Teil meiner Kindheit in den Bergen Norditaliens verbracht habe. Also ich weiß, wie man sich benimmt im hochalpinen Bereich und auch worauf man achten muss. Aber jetzt war einfach erschwerend die Höhenangst dazu. Die hatte ich in meiner Kindheit noch nicht. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich mich push, je mehr ich mich vorantreibe, dass ich jetzt weitergehen muss, desto besser wird es auch. Also ich bin echt froh und auch stolz auf mich. Ganz nebenbei gesagt, bis zum Ende dieses Videos werde ich über 4000 Stufen bewältigt haben. In diesem Fall jetzt runter. Meine Knie wissen dann heute Abend, was sie gemacht haben. Cheers. So wie es ausschaut, geht der Weg jetzt einigermaßen eben weiter, ohne Stufen. Die Qualen haben also vielleicht bald ein Ende. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ich werde immer langsamer gefühlt und meine Knie, denke ich, brauchen jetzt dann echt eine Pause. So, liebe Leute, in diesem Video könnt ihr ganz gut mitverfolgen, wie sich eine Vanessa Blank im Laufe eines anstrengenden Videos verändert. Am Anfang noch frisch und munter und knackig aus dem Auto. Und jetzt ist mir scheißegal, wie meine Frisur ausschaut. Ich weiß, es schaut aus wie ein dämlicher Knödel auf dem Kopf. Aber mir ist so heiß. Und meine Haare sind wie so ein Teppich, der da drüber liegt. Ah. Ja, die ungeschönte Wahrheit. Dürft ihr ruhig auch mal sehen. Nein, es ist einfach anstrengender als ein normaler Drehtag. Wisst ihr eigentlich, dass man Angstschweiß riechen kann? Hunde riechen das zum Beispiel extrem. Wenn man Angst hat, man schwitzt anders, es riecht anders. Und das ist aber auch für den Menschen wahrnehmbar, Angstschweiß. Und ich glaube, ich stink heute noch in 300 Metern Entfernung nach Angstschweiß. Ja. Es war ein sehr anspruchsvoller Tag für mich. Ich habe gefühlt 3000 Mal meinen Schweinehund überwunden. Ich habe trotzdem weitergemacht, obwohl ich aufgeben wollte oder umkehren wollte. Aber ganz ehrlich, was hilft dir das dann? Was hilft dir das, wenn du schon die Hälfte vom Steig herunten bist? Kannst du nicht einfach sagen, jetzt drehe ich um? Weil selbst wenn man sich von der Bergwacht holen lässt, mit dem Heli oder zu Fuß, musst du das selbst zahlen.
Ist nicht so, dass die dich einfach kostenlos abholen und Shuttle-Service nach Hause. Wenn es ein nicht medizinischer Notfall ist, dann blechst du dafür. Finde ich auch richtig so, denn also was da heute wieder in der Gondel unterwegs war, ich hoffe, dass all diese Leute nur zum Kaffee trinken gegangen sind, weil was die anhatten, wir waren die einzigen mit Bergausrüstung oder geschweige denn Bergschuhen, es war alles dabei, Flipflops, Sandalen, Chucks ohne anständige Sohle. Ja, wenn solche Leute dann natürlich einen Unfall verschulden, muss ihnen trotzdem geholfen werden, klar. Aber ich finde es auch richtig, dass sie es selbst zahlen müssen. Ist was anderes, wenn man sich einen Fuß verknackst oder so, was ein echter Notfall ist, dann übernimmt es die Krankenkasse. Man hört Zivilisation. Motorräder, Autos, ist noch nicht ganz nah, aber da ist eine Brücke mit Metallgeländer. Das ist schon mal mehr Zivilisation, als ich davor gesehen habe. Müde, fix und fertig, aber glücklich am Parkplatz angekommen. Ich freue mich auf zu Hause, duschen gehen, Füße hochlegen, nicht mehr bewegen, nur noch ein Schlaftiermodus. Ja, es war eine wirklich grandiose Tour. Wahrscheinlich das größte Abenteuer, das ich in diesem Jahr erlebt habe und erleben werde. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an meinen Guide und Kameramann. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Danke fürs uns in den Arsch treten. Letztendlich, ja, ohne dich wäre es nicht gegangen. Also, Dankeschön, auch danke an euch fürs Zuschauen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr weitere Höhlenvideos sehen wollt. Bis zum nächsten Video. Macht's es gut. Ciao.